Also ich habe konkret bei dem Medikament erlebt, dass ein Krebsarzt dem Patienten gesagt hat, wenn du das Medikament nicht nimmst, bist du in 3 Wochen tot. Wenn du das nimmst, hast du noch 4 gute Jahre. Und das ist schlicht eine Lüge. So, und jetzt die Frage nochmal gestellt, welches Interesse hat dieser Arzt daran? In meiner naiven Vorstellung wird der von der Klinik bezahlt für das, was er da macht und hat mit alledem letzten Endes mit Abrechnung und so weiter ja nichts am Hut. Es gibt 2 Einfallstore für das Geld zum Arzt. Das eine Einfallstor sind die sogenannten Bonusverträge. Die haben damals auch bei dem Transplantationsskandal schon so eine Rolle gespielt. Das heißt, in Göttingen, ja. Da hat ein Lebertransplanteur 1.500 € für eine Lebertransplantation bekommen, bis zur 60. Leber, und der hat im Jahr 59 Lebern transplantiert. Ist doch kein Zufall. Ja, und diese Verträge gibt es immer noch, aber die gibt es eben überall in der Medizin. Die gibt es für Beatmungsstunden, für Chemotherapie, für Operationen, für alle möglichen Dinge werden Ärzte belohnt, wenn sie Dinge machen. Und Ärzte können ja selber ein bisschen entscheiden, mal eine Operation mehr anzubieten als nötig. Und das ist ganz, ganz, ganz schäbig. Von wem werden die da motiviert, das zu tun? Von den Klinikleitungen. Also die Klinikleitungen stellen Chefärzte an, die kriegen etwas mehr Bonus, wenn sie eben mehr lukrative Eingriffe machen. Und die Chefärzte in der Klinik, das ist ja wie beim Militär, der Oberarzt, Assistenzarzt, da gibt es eine strenge Hierarchie, da wird der Druck nach unten getragen. Das heißt, man hat ein ganz unmittelbares Interesse daran, dass einfach im Zweifel operiert wird, was das Zeug hält, um es jetzt mal salopp zu sagen? Genauso ist es. Also man operiert einfach aus wirtschaftlichen Motiven. Welche Rolle spielt die Pharmaindustrie in dem Zusammenhang? Die Pharmaindustrie kommt an uns Ärzte mit einem ganz einfachen, immer noch legalen Trick an uns ran. Und zwar macht sie mit lange bekannten Medikamenten sogenannte Anwendungsbeobachtungen. Das heißt, der Arzt oder die Arzthelferin füllt irgendwelche völlig unwichtigen und hinterher auch gar nicht ausgewerteten angeblichen Studienbögen aus. Und dafür kriegt der Arzt im Schnitt 670 € pro Patient. In der Spitze 7.000 € pro Patient. Und da habe ich natürlich als Arzt schon eine hohe Motivation, wenn ich da 10 Krebspatienten liegen habe und jedes Mal kriege ich 700 Kracher auf die Hand, solche Studien zu machen und eben dieses Medikament zu verordnen, was gar nicht mehr beforscht werden muss. Und das ganz Schlimme daran ist, dass diese Medikamente auch bei Krebserkrankungen erforscht werden, wo wir heute wissen, da nützen sie gar nichts. Mhm. Hauptsache, die werden da verordnet, die Krankenkasse bezahlt es, der Arzt kriegt seine 700 € in die Tasche und der Patient denkt auch noch, er nimmt an der Studie teil und wird besonders gut behandelt.